Genau, mein Name ist Christiane Arndt. Ich bin vom Institut für Hochschuldidaktik, Institut für Technische Bildung und Hochschuldidaktik der UHH. Und im Bridging untersuchen wir seit 2018 den Transfer digitaler Hochschulbildungskonzepte im Kontext von Hochschulverbünden. Und heute möchte ich die Zusatzstudie von Bridging vorstellen. Wir haben dafür bis 14.8. Hochschulbefragungen, das heißt Befragungen, die an Hochschulen durchgeführt wurden, auf unterschiedlichen Ebenen recherchiert. Und inhaltsanalytisch haben wir 17 Befragungen unter Lehrenden und 52 unter Studierenden ausgewertet. Verstehen Sie die folgenden Ergebnisse daher als Momentaufnahme? Genau. Ich sehe gerade nichts. Ah, genau. Die Mehrheit. Oh nee, das war die falsche Folie. Ah, genau. Die Mehrheit der Lehrenden und Studierenden berichtet von einer erhöhten Arbeitslast durch die Entwicklung und Begleitung virtueller Lehrangebote beziehungsweise durch Stoffumfang oder Tempo in Lehrveranstaltungen und das verstärkte Selbststudium. Die Lebenssituation ist durch Sorgearbeit, fehlende Arbeitsräume und Finanzen, aber auch die Gleichzeitigkeit von Privatem und Studium und Beruf belastend. Übergreifend geben Lehrende und Studierende eher wenig Vorerfahrungen mit digitalem Lehren und Lernen an, wobei es starke Unterschiede zwischen Hochschulen und Fakultäten gibt. Bezüglich der Tools waren meistens die LMS vertraut. Die Kompetenzeinschätzung hingegen fällt relativ positiv aus, wobei konkretere Nachfragen dann auch Differenzierung ermöglichen. Unsicherheit und Sorgen bezogen sich vor allem auf die Realisierung von Lehrveranstaltungen, die Anzahl der Studienleistungen, aber auch auf Praktikumsplätze. Studienabbrüche standen selten im Raum. Unsicherheit bestand aber auch im Nachvollziehen von Lernfortschritten, ob virtuelle Lehrveranstaltungen angemessen auf die Prüfung vorbereiten können. Thema Prüfung und Prüfungsform war übergreifend von Unsicherheit geprägt. Eine höhere Selbstorganisation und Disziplin war definitiv notwendig. Alleine zu Hause lernen stellt einen Teil der Studierenden vor große Herausforderungen. Sie sind teilweise überfordert durch zu viele Selbstlerneinheiten. Sie wünschen sich strukturierte Lehrveranstaltungen und vor allem Transparenz zu den Rahmenbedingungen. Die Mehrheit der Studierenden und Lehrenden verfügt über eine hinreichende technische Ausstattung, jedoch fehlten oft Kamera, Mikrofone, Bildschirme oder auch Lizenzen. Auch alte Geräte stellen ein Problem dar, nicht nur für Studierende. Insbesondere Lehrende berichten da auch über zusätzliche Kosten, die Studierende jedoch oft auch nicht aufbringen können. Gute Netzverfügbarkeit und Stabilität ist nicht bei allen gleichermaßen gegeben, auch 2021. Am stärksten kamen bei den technischen Infrastrukturen Lernmanagementsysteme, Videokonferenzsysteme und E-Mail zum Einsatz. Zoom ist dabei definitiv eines der bekanntesten Systeme und meist eingesetzten. Daneben wird eine große Vielfalt von eingesetzten Tools sichtbar. Hier zeigt sich aber auch, dass die Bekanntheit von Tools, die Erfahrung in der Nutzung und vor allem die Bewertung des Nutzens Einfluss darauf haben, ob sie eingesetzt werden oder nicht. Studierende wünschen sich dabei vor allem Übersichtlichkeit der Infrastrukturen und Tools. Es lassen sich bei den Lehr- und Lernszenarien unterschiedliche Präferenzen von asynchronen und synchronen Szenarien erkennen. Studierende äußern wieder den starken Wunsch nach Aufzeichnung zum zeitautonomen Lernen. Übergreifend schätzen Lehrende und Studierende die Kombination aber beider Szenarien. Hinsichtlich der Kollaboration zeigt sich, dass Tools selten bekannt sind oder nicht immer bekannt sind und vor allem nicht vertraut sind. Als ambivalent erweisen sich da auch die Gruppenarbeiten, die für Studierende teilweise enorm Stress bedeuten können. Die Kommunikation und Interaktion wird als geringer erschwert, belastend bzw. als große Herausforderung beschrieben. Lehrenden fehlt vor allem das nonverbale Feedback und die Beteiligung der Studierenden an teilweise synchronen Diskussionen. Studierenden fehlt oft oder teilweise Feedback zu den Selbstlerneinheiten. Die Sorge über zu wenig Austausch im virtuellen Raum steht dabei in engem Zusammenhang mit der Motivation. Die Unzufriedenheit mit der Interaktion lässt sich besonders mit dem Fehlen des sozialen Austausches erklären und Lehrende vermissen vor allem die informellen Gespräche mit Kolleginnen und Studierenden. Der Aufwand wird daher als wesentlich höher eingeschätzt. Auch Studierenden fehlt der Austausch mit Kommilitoninnen, wobei insbesondere die Kontaktaufnahme und das Kennenlernen von nicht bekannten Studierenden als sehr schwer beschrieben wird. Es stellt sich also die Frage, inwiefern informelle Kommunikation im virtuellen Raum überhaupt gelingen kann. Hinsichtlich
Übergreifend zeigen sich sowohl geschlechts- als auch altersbezogene Unterschiede in den Befragungen unter Studierenden und Lehrenden. Insbesondere im Lockdown war die Vereinbarkeit von Sorgearbeit und Studium und Beruf ein Kraftakt für die Beteiligten. Auch zeigen sich Unterschiede zwischen Fakultäten, zum Beispiel hinsichtlich der Präferenz bestimmter Szenarien. Und insbesondere in Fächern mit Anwendungs- und Praxisbezug wird die Sinnhaftigkeit digitaler Formate hinterfragt. Studierende berichten von zahlreichen psychosozialen Belastungen und enormem Stress. Allerdings nehmen sie insbesondere die zentralen Angebote, die von den Hochschulen bereitgestellt werden, nicht immer in Anspruch. Dabei zeigt sich, dass Studierende sich auch mit Bedarfen, die eigentlich von zentralen Einrichtungen bearbeitet werden können, auch an Lehrende richten und diese, die wiederum bearbeiten, beziehungsweise an die Studierendenvertretung. Hier ist also die Frage, wie erfahren Studierende davon? So wie auch die Studierenden sind die Lehrenden sehr dankbar hinsichtlich der Unterstützung. Sie scheinen jedoch zufriedener mit der technischen als mit der didaktischen Unterstützung zu sein, wobei sie diese auch oftmals seltener benutzt haben. Interessant ist, dass sie sich oftmals von Kolleginnen Unterstützung organisiert haben und weniger bei zentralen Einrichtungen. Bezüglich didaktischer Unterstützung wünschen sie sich neben kollegialem Austausch individualisierte Formate, die zu ihren Vorerfahrungen und Problemstellungen passen. Was insbesondere relevant ist, nachdem sie jetzt viele Erfahrungen gesammelt haben. Ein großer Teil der Lehrenden und Studierenden möchte digitale Lehr- und Lehrformate auch zukünftig einsetzen oder nutzen. Zudem wird in beiden Gruppen von einem Kompetenzzuwachs berichtet, zum Beispiel hinsichtlich der Selbstdisziplin, aber auch dem Einsatz digitaler Tools. Jedoch wird teilweise davon ausgegangen, dass digitale oder Medienkompetenz, je nachdem, mit der reinen Erfahrung virtueller Lehre entwickelt wird. Das Sommersemester, wie Sie ja in dem Zitat sehen, kann als Lernprozess sowohl für Studierende als auch für Lehrende gesehen werden. Zudem lernen auch die Hochschulen gerade als Organisation, was man insbesondere an den Kommunikationsstrukturen und sieht oder der Entwicklung von digitalen Prüfformaten und Regelungen. Grundsätzlich lässt sich damit auch ein positiver Ausblick wagen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass es auch Lehrende gibt, die die aktuellen Entwicklungen kritisch sehen, wie Sie hier an dem Zitat sehen. Insbesondere wissenschaftliche Mitarbeiterinnen-Qualifikationsphasen fühlen sich teilweise mit ihren Leistungen nicht gewertschätzt und sehen die Forschung als vernachlässigt im Sommersemester. Hier zeigt sich, dass die Hochschulen als Organisation, auch als Arbeitgeberin, beispielsweise bezüglich Kinderbetreuung aktiver werden müssen. Übergreifend wird eine Vielzahl an Begriffen in den Befragungen deutlich, die nicht nur die Antworten beeinflussen können, sondern auch bestimmte Assoziationen wecken. Meist verbreitet war der Begriff digitale Lehre und dies hat natürlich auch Einfluss darauf, wie sozusagen digitale Lehre definiert wird. Virtuell und Fernlehre wurden nur selten verwendet, was bei der zukünftigen Diskussion über Digitalisierung und Studium und Lehre auch zu Missverständnissen oder Vorbehalten führen kann. Daher wäre ein Appell aus unserer Studie heraus, die Veränderungsprozesse im Sommersemester und nun auch mal weiterhin im Wintersemester als Diskussionsgrundlage zu nutzen. Und die Ergebnisse der Befragung können dafür als Ausgangspunkt dienen, um die zukünftige Gestaltung von Digitalisierung an Hochschulen gemeinsam auszuhandeln. Vielen Dank.